Du weißt, warum ich heute hier bin. Um mit dir über Spinmets zu sprechen. Ich würde gerne ganz schnell jetzt die Wand mit dir aufbauen und dann ganz kurz Größe für Größe durchgehen, um einmal unseren Zuschauern zu erzählen, welche Größe, welches Gewicht man für welchen Zielfisch verwendet. Können wir machen. Alles geladen, auf geht's zu Nipo. Kurzparker. Ich stehe hier mal kurz. Im absoluten Halteverbot. Wollt ihr was zum Mittag? Ja, Mittag ist eine sehr gute Idee. Hallo, lieber Jens. Hi. Hallo. Hi, Marc. Jetzt Action. So, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Essen bestellen. Dann hätte ich gern die Tauwürmer, 50 Stück. Na gut, an die Arbeit. So, ich lade jetzt erstmal aus. Brauchst du mit Hilfe? Nö, das kriege ich hin. Jetzt schnell, ich habe Hunger. Das war die letzte Kiste, ich bring das Auto weg, dann geht's los. Ich habe hier eine Lieferung für Nipos Angelshop Dessau, bin ich da ja richtig? Durchaus. Neue Lieblingsköder-Aufkleber, Aju, Charlie. Habt ihr noch eure Schütte? Oh, 13,95 €. Für einen Aufkleber, das ist okay. Bisschen viel. Falls ihr noch auf der Suche nach Aufklebern seid, bei Nipos Angelshop in Dessau, da gibt es alle Generationen. Barschjäger, Captain an Bord, Charlie, Aju, Mörchen, einfach alle. Oh, Henry, du bist ja fleißig. Fachpersonal. Kriegst du das mit? Was? Ach, ich hab immer noch den Preis. Oh, Essen. Mahlzeit. Ja, das Essen auch mit aufnehmen. Dankeschön. Lasst euch schmecken. Danke, mach's gut. Tschüss. Ciao. Henry, bist du satt? Pappe satt. Kannst du mir kurz helfen? Zu zweit geht's eindeutig schneller. So, ganz vorsichtig. Oh, bisschen wie Weihnachten. Ich nehme alles wieder mit. Also die Folie und die Kiste. Was sagst du? Ja, da freue ich mich. Und ich freue mich, wenn du dich freust, Henry. Ja, super. Mich hat jemand bei Facebook gefragt, warum wir den Spinmet-Verkauf statt jetzt im Februar, März durchführen und nicht erst, wenn die Saison losgeht, also wenn die Schonzeit zu Ende ist. Genau, genau. Jetzt um die Zeit ist es noch ein bisschen ruhiger. Wir bereiten uns auf die Saison vor. Wenn dann Saisonstart ist, kann man hier im wahrsten Sinne des Wortes dann nicht treten. Deswegen. Kartons ohne Ende? Tja, alles vom Umbau. Kurze Ladentour. Wandaufbau in 3, 2, 1, los. Jetzt die Köder. So, Chef, wir sind fertig. Weltklasse. Macht was her und die Kunden werden sich freuen, denke ich. Jetzt fällt mir gerade was ein. Das hast du mir letztes Jahr erzählt. Mit deinem Sohn. Der hat doch mit dem Spinmet seinen ersten Barsch gefangen. Ja. Der hatte 12 Barsche hintereinander mit einer kleinen Eisangel. Weißt du noch, welcher das war? Das war der Fire Tiger. 6 Gramm, bin ich mir ziemlich sicher, damit er ein Stückchen rauskam. Und der hat da Barsch auf Barsch gefangen. Welcher Spinmet für welchen Zielfisch? Das ist ja das Thema unseres heutigen Vlogs, um das Thema reinzuleiten. Also es gibt 2 Sorten von Spinmets. Es gibt einmal hier oben die Originals. Da steht auch auf der Packung drauf. Das ist die erste Serie. Kleiner, kompakter, schwerer Körper. Die zweite Serie sind die Jigmaster. Die hängen hier unten in dem Bereich an der Wand. Das sind die Köder mit dem etwas voluminöseren Körper. Ich würde vorschlagen, Henry, vielleicht gehen wir es mal von oben nach unten durch und sprechen mal drüber, was man damit fangen kann. Originals in 4 Gramm. Ich persönlich würde diesen Köder fischen auf Barsch und auf Forelle. Wir waren jetzt ein, zwei Mal Forellenangeln. Da haben wir immer an diesen sehr flachen Forellenteilchen geangelt. Die waren im Schnitt beim 1,20 m, maximal 1,50 m, denke ich. Also wenn ich einen 1,20 m flachen Forellenteich habe, dann kann ich da wunderbar mit dem 4 Gramm arbeiten. Verwende ich da einen schwereren Köder in einem sehr flachen Gewässer und ich möchte den langsam führen, dann besteht das Risiko, dass er beim Einholen immer weiter zum Grund absinkt und dann irgendwo am Boden lang stiebt oder irgendwas einsammelt, was da am Grund ist. Zu 95% würde ich halt zum Forellenangeln immer einen 4 Grammer mitnehmen. Thema Forelle abgeschlossen. Barsch, 4 Gramm Spinmet, wenn es um Frequenz geht. Wenn es darum geht, schnell zum Fangerfolg zu kommen,
über der Steinpackung zu angeln, da wo ich keine Tiefe brauche, da wo ich keine Tiefe habe. Ich würde vielleicht noch den Rapfen mit einbeziehen, gerade nachher zur warmen Jahreszeit steht der Rapfen auch mal auf kleine Köder. Das ist übrigens sehr interessant. Man sagt ja immer großer Köder, großer Fisch. Beim Rapfen, da gilt das nicht. Sehr große Rapfen fressen immer noch das ganze Jahr hindurch kleine Beute. Vor allem Juni, Juli, August, wenn du viel von dieser kleinen Brut da im Wasser rumtreiben hast. Richtig. Der Rapfen schlägt rein, betäubt die Fische, dreht eine kleine Runde, kommt zurück und sammelt dann ein. Und dieser betäubte Fisch, der rumwackelt, weil er gerade einen Schlag bekommen hat, der wird optimal imitiert durch einen kleinen Spinmet. Habe ich einen Zielfisch vergessen? Der Döbel vielleicht noch. Der Döbel. Räuberische Friedfische, 4 Gramm. Das war's. Wir sind beim 6 Gramm Spinmet Original angekommen. Barsch. So ab 20 cm hat er damit auch keine Probleme. Also eine schöne Beute für einen Barsch. Lauftiefe ist hier angegeben mit 1 bis 3 Meter. Falls ihr das nochmal nachlesen möchtet, wir haben das auch immer auf die Packung draufgeschrieben. Also 1,5 Meter bis 2 Meter. Und je schwerer der Köder ist, desto tiefer läuft er dann. Der 10 Gramm läuft bis zu 5 Meter. Der 18 Gramm bis zu 7 Metern. Der 35 Gramm bis zu 12 Metern. Brauche ich große Wurfweiten und muss mein Köder weiter runter, dann verwende ich ein 10 Gramm Spinmet Original. In Kiesgruben, in Talsperren, in Baggerseen. Ich habe hier ein großes Spinnerblatt. Der Köder ist für den Räuber sehr gut wahrzunehmen, zu lokalisieren. Wenn ich große Wasserflächen absuche, genau, und mein Köder macht ordentlich Druck, dann findet den der große Barsch auch. Und wenn der Hunger hat, dann kann er ihn wunderbar verfolgen. Für alle Angeleinsteiger da draußen, fangt wirklich mit dem kleinen 4 Gramm Spinmet an. Über der Steinpackung in flachen Gewässern ist das auf jeden Fall die richtige Wahl. Um schnell zum Fangerfolg zu kommen, müsst ihr etwas tiefer runter oder braucht eine etwas größere Wurfweite, dann verwendet den 6 Gramm Spinmet. 10 Gramm für die etwas fortgeschritteneren Angler, die sagen, ich angel wirklich tiefe Gewässer, ich muss meinen Köder noch weiter runterbringen. Oder halt auf Distanz. Oder halt auf große Distanz. Und, um nochmal beim Zielfisch zu bleiben, 4 Gramm. Forelle, Rapfen, Barsch, Döbel. 6 Gramm. Große Forellen wie Lachsforellen, mittlere Barsche, 20er, 25er, 30er, haben alle kein Problem mit dem 6 Gramm Original. 10 Gramm Spinmet, auf jeden Fall für große Barsche, zwischen 30 und 40. Plus Hechte. Das ist schon eine Beute, für die wird sich der eine oder andere Hecht auf die Jagd machen. Nächste Größe, 14 Gramm Original, kommt diesen Sommer. Die fortgeschrittenen Angler wissen genau, wofür sie ihn brauchen. 18 Gramm Original, hier geht's jetzt los mit den Bootsanglern. Der Uferangler, der steht am Ufer. Das heißt, der Köder, den er auf sich zuführt, muss er in einer Linie über den Grund bis zu sich ranführen. Je schwerer mein Köder ist, desto größer ist das Risiko, dass ich hier im Nahbereich vorne irgendwo am Grund hängen bleibe. Der Bootangler, der hier mit seinem Boot steht, schmeißt seinen Köder raus, führt den auf sich zu, der hat das Problem nicht. Im Gegenteil, je näher der Köder kommt, desto stärker will er ihn unten am Grund behalten. Vom Boot aus 18 Gramm, große Barsche, Hechte, wunderbar. Vielleicht noch alternativ die eine oder andere Schleuse, wo es im Schleusenbereich ein bisschen tiefer ist. Ich kenne das auch mit der Schleuse. Du stehst an der Schleuse und du weißt, alle, die hier angeln, schaffen es maximal auf eine Distanz X. Wenn du da angelst und du hast einen 18 Gramm Köder und du hast die passende Angelausrüstung, dann schaffst du noch die entscheidenden 10, 15 Meter mehr Distanz. Sehr interessantes Thema. Der sechste Spinmet Original, 35 Gramm. Unterstützt durch Team Boddenangeln. Größte Guiding-Unternehmen in Deutschland. Das sind die Jungs, die fangen die richtig großen Barsche 45, 50 plus. Ein Köder, der sehr schnell läuft, den ich auch auf 8 Metern sauber zum Grund runter schießen kann. Sein reiner Köder, um ihn vom Boot zu angeln, für den Angeleinsteiger absolut ungeeignet. Es gibt keine Situation, die ich persönlich kenne, wo man sinnvoll vom Ufer aus mit diesem Köder auf Barsche angeln würde. In einem Großbarschgewässer wie den Boddengewässern ist das ein absoluter Barschkiller. Und Hecht. Auf jeden Fall. Damit sind wir jetzt bei der zweiten Spinmet-Köder-Serie angekommen, nämlich den Jigmaster. Hier haben wir jetzt mal beide Köder zum Vergleich. Das ist ein 10 Gramm Original. Da sieht man jetzt schon, der hat einen sehr schlanken Körper. Obwohl der 10 Gramm hat, sehr kompakt. Das Material hat eine hohe Dichte. Im Vergleich dazu, das ist ein 8 Gramm Jigmaster. Also der ist nochmal 2 Gramm leichter, also 20% leichter als der Original. Und jetzt guckt euch mal den Körper an. Der ist viel größer. Wenn ihr so einen kompakten Köder angelt, dann sinkt der sehr schnell ab. Der Jigmaster hingegen hat bei gleichem Gewicht einen viel größeren Körper und damit natürlich auch eine langsamere Absinkphase. Und Punkt 2, er hat eine deutlich größere Silhouette. Originals, kompakt, Jigmaster, voluminös. Dieser Köder wurde speziell zum Barsch- und Hechtangeln, besonders in flachen Gewässern entwickelt. Wo der Köder nicht zu schnell zum Grund oder in die Wasserpflanzen gehen soll, dafür gibt es die Jigmaster. 8 Gramm,
Barschangeln, Hechtangeln in durchschnittlichen Seen. Für den Anfang erstmal 4 Gramm, 6 Gramm, wie wir es besprochen haben. Und dann, wenn ich mich weiter spezialisiere auf das Spinnfischen, mein Gewässer etwas besser kenne, dann kann man den Jigmaster einsetzen. Fortgeschrittene Angler fischen den. Absolut geiler Köder. Weiter geht's hier mit den 12 Gramm Jigmastern. Da ist der Köder dann schon deutlich größer. Eine ordentliche Beute für große Barsche. Hechte auf jeden Fall. Kurbelst du diesen Köder einen Meter über dem Hecht entlang, verlässt der für eine Beute in dieser Größe auf jeden Fall sein Versteck. Du kannst ihn halt langsamer führen als ein Original. Das heißt, du kannst ihn länger in der heißen Zone behalten. Perfekt zum Hechtangeln geeignet, das wäre auch mein Tipp. Damit sind wir beim letzten Spinmat-Gewicht angelangt. Der Jigmaster in 24 Gramm. Dann sehen wir jetzt hier den Größenunterschied schon zwischen dem 12 und dem 24 Gramm Spinmat. Hier erscheint in diesem Jahr noch die Zwischengröße mit 16 Gramm, unterstützt durchs Team Boddenangeln. XXL-Barsche schaffen den, keine Frage, haben wir hier in unseren Gewässern nicht. Den würde ich dann ausschließlich zum Hechtangeln einsetzen. Stabiler Drilling, das sieht man halt auch schon. Sehr interessant, großes Spinnerblatt, das wird eine Waffe. Diesen Köder würde ich persönlich einsetzen zum Bootangeln, wenn ich zum Beispiel drifte. Da bin ich darauf angewiesen, wenn ich die Fische auf einer riesigen Wasserfläche finden möchte, dass ich einen Köder habe, der extrem auffällig ist, der extrem viel Druck macht. Denn ich habe nur eine Chance. Ich werfe meinen Köder aus, der platscht aufs Wasser, hat eine große Silhouette, hat ein starkes Spinnerblatt, macht richtig Druck beim Einkurbeln, streut dementsprechend weit und kann vom Fisch gut wahrgenommen werden. 24 Gramm Jigmaster für alle Angelprofis da draußen, wenn ihr einen Köder möchtet, der nicht zu schnell absinkt, gleichzeitig aber richtig viel Druck macht. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube den Dorsch. Den Dorsch, stimmt, richtig. Am besten fahren wir mal zusammen an die Ostsee, probieren das aus und dann können wir darüber berichten. Für heute war wichtig, einen Überblick zu geben über das, was euch in eurem Angelgeschäft erwartet, wenn ihr vor der Spinmat-Wand steht. Henry, vielen Dank für den Tag. Natürlich, du hast ja schon seit einer Stunde Feierabend. Wir machen jetzt auch Feierabend. Ja, Vlog 5 ist vorbei.